Ja, vielen Dank. Also, wir haben in den letzten 2 Wochen wirklich keine guten Spiele gemacht und auch sehr viel Pech gehabt. Und ich finde, das Spiel jetzt ist auf jeden Fall ein Brustlöser im Vergleich zu den letzten Wochen. Und wir sind einfach froh, das jetzt hier geschafft zu haben und 3 Punkte mitgenommen zu haben. Ja, uns geht es jetzt erstmal nicht so gut, weil ist jetzt, glaube ich, die dritte Niederlage in dieser Saison und unser Ziel war es eigentlich aufzusteigen. Wir wollten heute unbedingt gewinnen und auf den dritten Tabellenplatz rücken. Ja, hat aber leider nicht geklappt. Ja, eigentlich nicht. Wir haben erwartet, dass HEBC eine sehr spielstarke Mannschaft ist. Und wir selbst sind auch eine sehr spielstarke Mannschaft und haben versucht, das spielerisch zu lösen. Aber irgendwie auf beiden Seiten kam nicht so viel Spielfluss rein. Und es ging einfach die ganze Zeit mit langen Bällen hin und her. Und deswegen wurde das auch ein reines Kampfspiel. Also wir waren darauf eingestellt, aber ja, wir waren auch klar die bessere Mannschaft, denke ich, hatten die besseren Torchancen, aber wir haben leider das Problem, dass wir unsere Torchancen nicht nutzen und ja, wenn du deine Tore nicht machst, dann kannst du auch kein Spiel gewinnen. Also nächste Woche spielen wir gegen den Tabellenführer Sasel und wir versuchen jetzt hier die Euphorie mitzunehmen und auch wieder 3 Punkte einzusammeln und noch viel wichtiger ein gutes Spiel zu machen, damit wir selbst auf uns stolz sein können. Und wir wollen einfach nur ja, wieder nach oben und unser Potenzial ausnutzen. Unser Problem ist halt, dass wir unsere Torchancen nicht ausnutzen und wir versuchen jetzt in der nächsten Partie unsere Chancen besser auszunutzen und ja, die nächsten Spiele dann für uns entscheiden zu können.